Er ist der höchstbezahlte TV-Star. Kevin Costner verdient an einer Folge der Serie Yellowstone 1,3 Millionen Dollar, wie Variety in einem neuen Ranking veröffentlichte. Kevin Costner, 67, soll für seine Rolle in der Serie Yellowstone angeblich 1,3 Millionen Dollar, umgerechnet 1,27 Millionen Euro, bekommen. Pro Folge. Damit ist er aktuell der am besten bezahlte TV-Schauspieler, wie Variety berichtet. In der Neo-Western-Serie spielt Costner den Patriarchen John Dutton, der mit seiner Familie auf einer Ranch in Montana lebt. Für die erste Staffel der Paramount-Serie soll der Schauspieler 2018 noch 500.000 Dollar pro Episode bekommen haben. Auch wenn die Serie die Kritiker nicht vollständig beeindrucken konnte, übertraf jede Staffel die letzte in Sachen Einschaltquoten. Bei Staffel 4 war das Publikum viermal so groß wie noch bei Staffel 1. Die Serie, deren Produzent Costner ist, hat zudem zwei Prequels nach sich gezogen. 1883 mit Faith Hill, 54, und Tim McGraw, 55, feierte im Dezember 2021 Premiere. Und die kommende Serie 1923, bei der laut Variety-Informationen Harrison Ford, 80, und Helen Mirren, 76, mitspielen und pro Episode ebenso rekordverdächtige 1 Million Dollar jeweils erhalten sollen. Weitere Rekordgehälter. Costner ist laut Variety allerdings nicht der einzige Star, der 1,3 Millionen Dollar pro Episode. Weitere Highlights der Liste sind Elisabeth Olsen, 33, die für Love and Death 875.000 Dollar pro Folge erhalten hat, und Anne Hathaway, 39. Und Jared Leto, 50, die für 750.000 Dollar pro Folge We Crashed gedreht haben. David Harbour, 47, und Winona Ryder, 50, bekamen angeblich 450.000 Dollar pro Stranger Things Folge.